Alter! Warum habe ich diesen verkackten Scheidampfer drauf? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab ja nichts gesehen. Haben wir keine Wärmekamera? Im Anflug, na klar doch. Bitte, bitte. Geile Nummer. Was ist los mit dir? So, haben wir doch noch geschafft. Er lebt noch, alles super. Wir sind soweit. Holen Sie uns raus. Gehen wir uns festhalten. Puh. Boah, das ist doch. Das finde ich schön. Keine zivilen Opfer, 35 Kopfschüsse. Finde ich gut, wunderbar. Herausforderung. Naja, gut, okay. Nicht erledigt ganz, aber okay. Essen fassen? Gut. Machen wir weiter. So, mal sehen, wo es uns jetzt hin verschlägt.
Hey, Kumpel. Daddy hier. Dein Daddy. Happy Birthday. Hast du einen schönen... Oh. Was? Hört sich toll an. Durftest du dir das selbst aussuchen? Okay, Kumpel. Sage deiner Mutter... Nein, 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 Daddy ist weg. Daddy muss jetzt arbeiten gehen. Okay, Junge. Ja. Hab dich lieb. Oh, ist jetzt süß. Okay, Leute. Erledigen wir das. Präsident Volodin kann ihre Beteiligung an seiner Rettung niemals öffentlich zugeben. Seine Rückkehr an die Macht muss ihnen Dank genug sein. Falls nicht, gebe ich eine Runde. Derweil dringen Dukas Leute nach Moskau ein. Wir schicken sie zur Unterstützung. Die Demonstranten sollten die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ihr Team folgt dem Zug unbemerkt und macht ihm den Weg frei. Sobald sie sicher sind, suchen wir General Bukharov, den militärischen Kopf von Raven's Rock. Er leitet das letzte Aufgebot. Das wird ein Sieg des russischen Volkes. Wir werden das Land nicht für sie zurückerobern, aber wir sorgen verdammt nochmal dafür, dass sie gewinnen. Okay, ab nach Russland. Was ist die Herausforderung? Na schön, ohne einmal zu verfehlen. 15 Gegner. Könnte man hinbekommen. Ein Granatwerfer sorgt für Feuerkraft und Flexibilität. Spreng-EMP oder Rauchgranaten bieten für jede Situation die richtige Antwort. Okay. Granatwerfer. Na, bestens. Diese Bodak-Mistkerle sind verdammt hart. Sie brauchen ordentlich Firepower. Ein Granatwerfer ist sicher nicht verkehrt. Und der MP. Gut. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, starten wir. Schöne Moskau, wunderbar. Ist zwar kalt, waren wir ja schon in Sibirien, war auch kalt. Im Dschungel, da war es warm, aber sonst nur eine Kälte. Hunter, Overlord. Ich habe da unten einen kleinen Schutzengeljob für Sie. Je mehr Chaos herrscht, desto leichter kommen Sie an Bukharov ran. Bleiben Sie unsichtbar, aber sorgen Sie dafür, dass die Menge ans Ziel kommt. Verstanden. Wir brauchen einen Überblick über das Geschehen. Ziehen wir auf dem Dach schnell. Kontakt auf Freiburg. Wir haben mit Panzer zu tun. Geh in Position. So, müssen wir jetzt rüber? Ja, ich vermute mal, dass wir rüber müssen. Kommen unsere Leute oder kommen sie nicht? Doch, komm. Unser komplettes Team dabei? Pepper, Ghost Lead und... Alter, klar, es hat die K. Oh, hört sich richtig gut an. So, das ist der... Ne, das ist ein Sturmgewehr. Habt ihr ja keinen Granatwerfer da? Ich sehe einen Feind nicht auf den Panzer. Dafür sind wir nicht ausgerüstet. Wir schleichen vorbei. Bin unterwegs. Gut, dann schleichen wir mal vorbei. Hier sind noch zwei. Rechts von uns. Da hinten, okay. Zählen vier dazu. Vor uns.
Kontakt. Ein Gegner. MG-Stellung. Direkt voraus. Das sind zwei Ziele. Augen auf, die haben eine MG-Stellung. Bereit auf dein Signal. Schussbereit. Beweg mich. Zwei Ziele markiert. Warte auf dein Signal. Auf dein Signal. Ah, da ist nur eine MG-Stellung. Okay. Das sind zwei. Alles klar, warte mal. Markiere zwei. Warte auf Signal. Das sind zwei Ziele. Bin bereit. Auf dein Zeichen. Bin bereit. Los. Spaß Munition! Den kannst du dir nicht an! Scheiße. Das war Kacke. Das war Kacke. Das heißt also doch vorbeischleichen. Tarnung läuft. Bin gleich da. Gut, okay. Dann müssen wir doch mal das Ganze nochmal machen. Du. Gut. Also ich bin jetzt wirklich gespannt auf Ghost Recon. Boah, Wildlands? Ja doch, Wildlands. Bin ich wirklich gespannt auf das Game. Aber zurzeit macht da mein Rechner noch nicht ganz mit. Ich bin aber gerade dabei, so ein bisschen, hoffentlich in der nächsten Zeit, den mal ein bisschen aufzurüsten. Nicht auf den Panzer. Dafür sind wir nicht ausgerüstet. Wir schleichen vorbei. Okay, dann machen wir. Wir haben leichten Kontakt. 12 Uhr. Es ist Panzer. Markiere 2. Auf dein Signal. Sehe noch 2. Schaut auf 9 Uhr. Bereit. Warten. Unterwegs. Jetzt. Feuer. Vorsichtig. Die entdecken dich gleich. So. Scheiße. Gut. Soll das ein Witz sein? Schlechte Zeit für Sport, Sir. Das sind höchstens 15 Stockwerke. Los. Ey, du, kein Thema. Kann ich zwar alles nicht lesen, wie viele Stockwerke das sind. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das der zweite ist. Gleich rollt bestimmt jemand von oben Fässer auf uns.
Warum haben die uns nicht einfach auf dem Dach abgesetzt? Hey, wenn ihr den ganzen Tag nur rumsitzen wollt, geht zur Air Force. Klar, wenn ich den ganzen Tag Treppen steigen will, gehe ich ins Studio. Junge, Junge, ich kann's kaum erwarten, wieder runterzugehen. Super, ich finde das Let's Play gerade sehr spannend. Treppenlaufen. Der Treppensimulator. Herrlich. Gut. Bei mir sammeln. Wir gehen zusammen raus. Gegner zur Zeit. Auf 12. Zurück, gleich sehen die dich. Bereit zum Schuss. Zwei Ziele markiert. Feuer, Feuer! Sicher. Bereich gesäubert, alles klar. Overlord Hunter, sind auf dem Dach in Position. Verstanden, Hunter. Präsident Volodin ist angekommen und hat sich dem Zug angeschlossen. Sorgt dafür, dass ihm nichts passiert. Wie ist die Sicherheitslage? Chaotisch. Mehrere Infanterieeinheiten sind in den Gebäuden verschwunden. Scannen Sie sie, vielleicht finden Sie ein Ziel. Roger. Verlangt ihr jetzt, dass ich darüber renne, oder was? Warte mal. Hä? Greife Ziel an! Aua. Unter schwerem Beschuss! Bleib unten, ich hau dich auf! Autsch! Sie ziehen los! Alter, ich sehe doch nichts. Ich suche Deckung. Da! Ah, verdammt. Mal neu in der Sinn, oder? Ich sitze fest! Da.
Gut. Das ist sicher. 3 Minuten haben wir noch. Da, da. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er ist tot.